Hallo Leute, ja, der Dritas hat mich darauf hingewiesen, dass ich überhaupt nicht meine Brustplatte anhatte oder was es auch immer ist. Und das sieht man jetzt hier wunderbar. Deswegen sind wir beim letzten Kampf auch so untergegangen im Prinzip. Das müssen wir gleich korrigieren, genauso wie wir. Eigentlich wollte ich ja Kupfer und Zinn holen, aber ich habe dann überlegt, diese Plattform da, die ist nicht so toll, ne? Die will ich doch mal zusehen, dass ich die definitiv ein bisschen anders gestalte, wenn es denn klappt, ne? Also, wisst ihr Bescheid? Logo gucken und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, dann schauen wir doch mal hier, Brustplatte nicht angezogen, ne? So, und ja, dann sollte das jetzt auch ein bisschen besser mit dem Dingens klappen, ne? Ja, und dann der tolle Hochstand hier hat mir ja überhaupt nichts gebracht in dem Sinne, ne? Das war so ein bisschen das, wo ich gesagt habe, meine Güte, das kannst du knicken, ne? Also wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir hier einen vernünftigen Stand haben, wo wir dann auch hochgehen können und schießen können, ne? Das habe ich noch nicht so raus. Ach ja, und was er Drütas, ich glaube Drükas oder Drütas, glaube. Dreitas kann auch sein. Da hat er mir noch geschrieben, dass ich auch noch ein Fass brauche, so ein Sauerkrautfass zum Gären, ne? Also so ein, ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, aber hier müssen wir jetzt erstmal gucken, wie kriegen wir das jetzt hin? Auf 4 drücken wir jetzt mal, dann rechts klicken und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie noch was bauen können, was uns weiterhilft. Weil das, was wir da jetzt gemacht haben, fand ich so nicht brauchbar, ne? Kann ich sowas hier noch bauen? Könnte ich. Aber das bringt mir jetzt gerade nichts. Ja, da kann ich nach innen nicht runterfallen. Das wäre ja auch schon mal was, ne? Aber eigentlich will ich mal höher bauen, ne? Und zwar. So, so wäre schon cool, ne? Oder? Nee. Also die Treppe wäre vielleicht sinnigerweise besser wie die andere, ne? Fehlende Voraussetzung, wir haben kein Holz. Gut, das heißt, nee, nicht das, sondern das. Nee, Fackel ist auch doof. Gehen wir mal gerade Holz holen erstmal, weil wir brauchen Holz. Haben wir noch genug? Ja, haben wir noch. Ich glaube, wir nehmen mal ein paar mehr mit. So, dieser Hochstand ist jetzt nicht so das, was ich gebrauchen könnte. Ich würde jetzt. Den nochmal abbauen. Geht er weg? So, dann haben wir das. Jetzt müssten wir den Hammer rausholen und dann müssten wir noch mal gucken, dass wir das hinkriegen mit. Ich würde hier noch eine Plattform haben wollen. Ja, da müssen wir diese Säule haben, richtig? Ja, aber nee, das machen wir erstmal eine Plattform. Diese. Und die packen wir erstmal da dran, ne? Snappt wieder richtig gut ein. Ich glaube, jetzt passt sie tatsächlich. Dann brauchen wir diese Säule, die muss hier vorne unter der Ecke. Passt. Dann würde ich diese Leiter nehmen wollen, weil die hatten wir schon und die geht ja zum Hochgehen eigentlich ganz cool da hoch. Passt. Und noch eine drunter. Kriegen wir das? Ja. So, das bedeutet, wir kommen hier schon mal easy going hoch, ne? So, und dann würde ich gerne noch hier einen Turm bauen. So, und dann würde ich noch eine Plattform da drauf machen wollen und gucken, ob das dann alles so geht, wie ich mir das vorstelle, ne? Ja, ist schon die, ne? Aber irgendwie snappt die so doof ein, ne? Obwohl, warte mal. Wenn die so halb da einsnappt, ne? Geht das? Dann wäre das ja ideal, wenn die hier so wäre, ne?
Aber das funktioniert jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle, oder? Kann ich jetzt mal so gucken, mehr von oben her. Also das ist jetzt wieder so eine super Ansicht, die ich gar nicht gebrauchen kann, ne? Wie kriege ich das jetzt hin, dass der so einsnappt, wie ich mir das vorstelle, ne? So zum Beispiel wäre schön, ne? Aber dann wird es auch noch dunkel und ich sehe nichts, ne? Warte mal, lass mal gerade einrasten, Corner 4. Was ist das jetzt für eine Einstellung? Das wäre ja super cool, wenn das funktionieren würde. Mit einrasten, Corner 4. Holzboden 2x2, ja. Schön wäre es, wenn es so funktionieren würde irgendwie. Kann der Holzboden auch so eingefügt werden, wie ich das gerne hätte? Ist das jetzt richtig? Oh. Tatsächlich könnte das so aussehen, als ob es passt, oder? Ja, das ist, hat jetzt mal was funktioniert, oder wie sehe ich das? Aber leider ist jetzt hier oben dunkel, ne? Jetzt müsste ich wahrscheinlich schauen, dass ich gerade Harz kriege, dann kann ich da oben auch eine Fackel hinstellen, ne? Harz war hier, glaube ich, oder? War das hier? Ne, das war draußen Harz. Hier ist Harz. Nimm das mal gerade mit. Dann kriege ich da oben noch eine Fackel hingestellt, dann sehe ich da oben auch was, glaube ich. So, verschiedenes, nee, herstellen auch nicht, eine Leiter wollte ich haben, und zwar diese, wenn es geht. So, komme ich da noch dran vorbei? Nee, wohl nicht. Das wäre jetzt noch cool gewesen, ne? Dann würde das bedeuten, ich muss die wegmachen, weil die will ich so nicht haben. Fange an zu frieren, ja, sehr schön. Oh, der. Ja, das hat super geklappt, ne? Der Boden ist da auch weg. Boden bitte wieder hinbauen. Ich glaube, jetzt ist der Boden da. Oh. Ja, sieht gut aus. Nochmal hochgehen. Und nochmal rechtsklicken. Nochmal diese Leiter haben. Kann ich die Leiter denn auch außen anbauen? Ja, sieht so aus. Und kann ich dann innen vorbei? Ja, ich kann dann innen vorbei. Genauso wollte ich es haben. Ja, läuft nur ein bisschen doof da drauf, ne? So, was haben wir noch für eine Bodenplatte? Da waren noch welche, die kleiner waren, ne? Diese hier, die hätte ich dann gerne noch da dran gemacht. Aber irgendwie funktioniert das jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Kriege ich das noch so dahin? Jetzt snapp doch da mal an der Seite rein, wo ich sie hin soll. Ja, ich glaube, das wird nichts. Vielleicht geht's von draußen. Hallo, mach mal die Tür auf. Sag jetzt nicht, er kann die Tür nur aufmachen, wenn er das Werkzeug nicht in der Hand hat. Wahrscheinlich, ne? So. Jetzt nochmal. Hammer. Mit der Plattform. Ich glaube, jetzt sieht das einigermaßen gut aus dann, oder? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das so funktioniert. So, wir gehen mal hoch.
Wenn wir es dann schaffen. Er hüpft die Treppe hoch, auch cool, oder? So, Ersteindruck ist gut, oder? Ich könnte jetzt hier runterschießen dann, ne? Wenn die da unten sind. Müsste man dann schauen, oder? Und jetzt noch mal gucken, kann ich denn da irgendwie jetzt eine Wand machen, die mich schützt, dass ich nicht runterknalle? Aber dann kann ich wieder glaube ich nicht schießen, oder? Ich probiere das erstmal und dann kann ich sie später immer noch entscheiden, ob ich sie wegmache, oder? Weil so kann ich ein bisschen vorlaufen und falle nicht gleich runter, ne? Und da will ich hoffen, dass ich dann da die Möglichkeit habe, die zu treffen. Gut, haben wir das. Und wir machen mal das wieder weg. Wir frieren, das heißt, wir gehen mal ans Feuer. Schönes Feuerchen hier, ne? Und wir müssen noch mal gucken. Dann doch wieder die 4 und dann Rechtsklick und Herstellung ist dann Fass oder was? Amboss? Schmiede? Aber hier gibt es kein Fass. Könnte es was zu essen vertragen? Sind das Möbel? Läufer, Hirsch ist klar. Wandleuchter, okay, sehr schick. Verschiedenes, es gibt kein Fass, oder wie sehe ich das? Karren, ich weiß gar nicht, wo mein Karren ist. Der steht irgendwo im Wald wahrscheinlich, ne? Ja, da fehlt mir ja eine Voraussetzung, glaube ich, um einen Schmelzofen zu bauen, oder? Ich muss den woanders bauen. Also hier nicht. Erstmal gucken, können wir noch was heile machen? Ja. Ne, aufwerten nicht, ne? Aber ich glaube doch, Breitschwert, Bronzeschwert, Bronze, Bronze. Kann ich hier mit Pfeiltasten ruhig? Ne, kann ich nicht. Das sind alles Sachen, die ich jetzt hier. Bronze, Schnägel sind klar. Flug, Bronze, Helm, Streitkolben. Alles nicht das, was ich brauche, glaube, ne? Und für ein Fass. Ich hätte jetzt auch tatsächlich gedacht, dass das Fass. Sag schon, mit dem Hammer gemacht wird, aber dem ist wohl nicht so. Ist es hier drin? Ne? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Hier können wir auf jeden Fall erstmal was heiler machen, damit wir wieder Schutz haben. Feuerstein, Hirschbrecher, hölzernes Turmschild, Knochenturmschild, Weißspitz. Feuersteinachs, hier gibt es keinen Fass. Ja, das ist schlecht, ne? Jetzt müssen wir wissen, wo das Fass wegkommt. Wir haben das, wir haben das. Kann ich es hier auswählen? Nee, ne? Ne, hier ist ja noch. Doch, da gibt es doch was. Okay. Aber nicht ein Fass. Doch. Ne, das ist die Marmelade. Hier ist der Kessel und da kannst du halt die Sachen drin machen, aber nicht ein Fass. Ja. Ja, da weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann noch rausfinden. Drückers oder Vedrytas. Der müsste dann mir sagen, wo man das vielleicht macht, ne? So, okay. Das wäre erstmal geklärt. Wir haben die Klamotten angezogen. Ich habe die Ecke gemacht. Und was war noch, was der Drütas gesagt hatte? Achso, das Fass, ja, haben wir dann auch schon drüber gesprochen, ne? Ja, und das Einzige, wo ich jetzt wüsste, ja, was wir auf jeden Fall noch machen könnten, das wäre, war das hier? Ich glaube ja, ne? Ein Flug zum Beispiel. Wie ist denn der Streitkolben so zum Kämpfen? Hauen 35 und das hier hat Schlitzen 45, also bringt mir das nichts. Der Faustschild, okay. Ich bin jetzt kein Schildtyp irgendwie. Bronzespeer, Bronzeschwert. Also wenn, dann würde ich den Flug favorisieren, ne? Was kann man denn aus den Nägeln machen? Brauchen wir vielleicht fürs Fass, ne? Stechen 45, aber mein Axt hat auch 45, also bringt mir das nichts. Fünf Holz, ach, das ist Kernholz, okay. Und dann fünf Bronze. Gucken wir mal gerade, ob wir fünf Bronze haben.
Nee, haben wir nur drei. Das bedeutet, wir müssen dann doch auf Dingens gehen, wie heißt es, auf Tour gehen, um Bronze zu haben. Holz müssen wir auch noch haben. Das fehlt uns alles noch. So, und dann ist das, glaube ich, erstmal alles, was ich wüsste. Hier können wir nichts machen, oder? Nee. Schauen wir gerade nach dem Honig. Ist drinne. Die Bienen schlafen. Habe ich jetzt vier Honig? Ne, drei. Irgendwo muss noch einer liegen. Ah, oben drauf. Gut, jetzt haben wir den Honig auch. Ich glaube, hier sind irgendwelche Dinge ins Fackeln aus. Aber ich sehe nicht, wo sie stehen, ne? Da ist auf jeden Fall eine, ne? Kann ich hier eine Fackel sehen? Da ist eine. Hier muss auch noch irgendwo eine Fackel sein, oder? Eigentlich rechts und links neben der Tür, denke ich. So, jetzt haben wir die Fackeln auch an. Ist daneben auch noch eine? Wohl nicht. Okay, und hier muss auch noch bestimmt eine Fackel irgendwo stehen. Schade. Dafür muss es heller werden, dass ich das sehe. Habe ich kein Holz mit, okay. Hier steht keine Fackel mehr. Auch gut. Da sind Samen drin. Ja, passt erst. Die Bienen fliegen da rum, das ist auch okay. So, was wäre jetzt als nächstes angedacht? Ich weiß nicht, wo das Fass geht. Das ist erledigt. Da oben haben wir ein Dingens gemacht, einen Ausguck sozusagen. Das ist auch okay. Und jetzt wäre der Weg dann zum Zinnen beziehungsweise zum, sag schon, zum Kupfer. Könnte ich sonst noch was tun? Ich glaube nicht. Den Karren höchstens noch finden, das wäre auch noch eine Idee, ne? Und wir wollten den Flug machen, aber dafür brauchen wir die Bronze. Ist auch geklärt. Eigentlich ist das dann erstmal soweit erledigt, ne? Hier draußen können wir vielleicht noch gerade was aufsammeln. Gibt's hier noch mehr, was die da im Kampf verloren haben? Ich glaube nicht, ne? Nee, hier ist nichts mehr. Drüben rennt ein Wildschwein, glaube ich, rum. Nee, das war es erstmal hier. So, das bedeutet, ich würde jetzt auf den Kupferweg gehen oder was es auch immer ist. Und Zinn suchen und ihr schaut dann in der nächsten Folge wieder dabei zu, wie ich dann weitere Dinge mache. Schreibt mal einen Kommentar. Ne? Ich habe wieder mal nicht geschnallt, wo man das Fass baut. Wahrscheinlich habe ich reingeguckt, aber verpennt. Ne? Müssen wir mal gucken. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.